OMV, das integrierte internationale Öl- und Gasunternehmen, präsentiert die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2014. Unsere Ergebnisse wurden durch niedrigere Raffineriemargen und politische Instabilität in Libyen und im Jemen negativ beeinflusst. Trotz dieser Instabilität konnten wir das Produktionsniveau verglichen mit den ersten sechs Monaten des Vorjahres dank des Beitrags der erworbenen Assets in Norwegen steigern. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Euro 4,3% an Wert und beeinflusste das Ergebnis negativ. Das CCS-EBIT vor Sondereffekten lag bei 1.037 Millionen Euro, 34% weniger als im ersten Halbjahr 2013. Die ersten sechs Monate 2014 waren geprägt von einem niedrigeren Exploration- und Produktionsergebnis durch gestiegene Abschreibungen und Produktionskosten, hauptsächlich aufgrund des veränderten Ländermixes, der seit dem vierten Quartal 2013 die Produktion von Norwegen sowie den von Sicherheitsproblemen beeinträchtigten Beitrag von Libyen beinhaltet. Einem gesunkenen Beitrag von Gas und Power durch ein geringeres Power- und Gaslogistikergebnis. Sowie einem niedrigeren Raffinerie- und Marketingergebnis, getrieben von rückläufigen Raffineriemargen und geplanten Raffineriestillständen. Wir verfolgen weiterhin unsere fokussierte Strategie in all unseren Geschäftsbereichen. In E&P bestätigte der Ölfund mit der Aufschlussbohrung Hansen erneut das Potenzial des Wisting-Gebietes in Norwegen. Zusätzlich ist derzeit die Bohrung Domino 2 im Schwarzen Meer im Gang mit dem Ziel, den bedeutenden Gasfund zu bestätigen. Mit dem Abschluss des Verkaufs der Anteile am Raffinerieverbund Bayern Oil haben wir den größten Schritt im Rahmen unseres R&M-Veräußerungsprogramms vollzogen. Weiters ist die Modernisierung der Raffinerie Petrobras nun abgeschlossen. Dies wird unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern. In G&P durchleuchten wir derzeit unser Asset-Portfolio, um unsere Profitabilität zu steigern. Unsere Teilnahme am Projekt South Stream wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um die Versorgungssicherheit für Europa zu gewährleisten. In der zweiten Jahreshälfte werden wichtige E&P-Projekte, wie etwa Gudrun oder Mari Growth, die Produktion steigern, um unsere Ziele zu erfüllen.